Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Abendbeitrag, wie es die Laura gerade bezeichnet hat, zu dem Beitrag von Irmina nach einem langen, reichen Tag. Wir freuen uns sehr. Genau, das Vergnügen, die Vorsuppenkoma-Tagungsgäste hier zu bespaßen. Ja, ich freue mich sehr, Irmina, dass ich dich hier begrüßen darf. Wir hatten dich ja eigentlich schon in unserem Symposium in Hamburg letzten September eingeplant. Das hat dann aus einem privaten Termin nicht geklappt. Jetzt haben wir dich hierfür gewonnen. Ich freue mich sehr. Ich will dich ein bisschen vorstellen. Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen am ISB. Ich habe es nochmal nachgelesen, bist seit 2002 bei uns Lehrtrainerin. Du hast auch bei uns die Ausbildung gemacht, hast TA-Hintergrund. Und was uns, glaube ich, wirklich auch eint, was wir heute Morgen gesehen haben, ist so diese Perspektive immer wieder, wie finden die Dinge zusammen? Und wie finden sie auch so zusammen, dass es für den Menschen bewältigbar, handelbar ist? Also immer mit der Frage, klar, was heißt es für die großen Systeme, aber was heißt es auch für den Einzelnen? Und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Steuerung und dann auch bei dem Thema Verantwortung. Du hast viele Projekte in deiner freiberuflichen Tätigkeit gemacht. Du bist seit über 20 Jahren selbstständig und wir hatten ja gerade in unserem Espresso auch das Thema von Verantwortung und Verantwortungsdialogen. Und jetzt freuen wir uns, dass du uns dazu einen Einblick gibst. Ich glaube, sagen zu dürfen, zu einem deiner Herzens- und Leib- und Magenthemen, die du auch bei uns in den Curricula seit vielen Jahren vertrittst. Und ich finde, dass du eine begeisterte und eine begeisternde Lehrtrainerin bist. Dankeschön. Von der viele unserer Teilnehmer profitieren. So sie denn das OE-Curriculum machen, in dem du seit vielen Jahren tätig bist. Und jetzt freuen wir uns auf deinen Beitrag und ich übergebe an dich. Danke. Dankeschön, Thorsten. Vielen Dank. Ein Herzensthema ist das, über das ich gerne sprechen würde heute. Und ich habe eben noch mal überlegt, Thorsten, warum kamen wir eigentlich drauf, dass das ein gutes Thema überhaupt für dieses Pionierlabor und auch für das Nord-Symposium zum Beispiel gewesen wäre. Weil du weißt, dass ich also mit dem Verantwortungsdialog als Format, wozu ich gleich ein bisschen was sage, auch wirklich viel in unterschiedlichsten Organisationen unterwegs bin, auch in unterschiedlichsten Organisationsstrukturen und immer wieder merke, dass es ein Format, das wirklich überall, egal ob es jetzt in der Matrix-Organisation, ob das in einer Organisation im Übergang zur Selbstorganisation zu mehr Agilität oder auch in einer Hierarchieorganisation ist. Also der Verantwortungsdialog stiftet eigentlich immer einen großen Nutzen. Und deswegen passt das auch ganz gut hier rein. Und ich habe heute schon viel zugehört und gelauscht bei euch allen und finde, das passt jetzt auch gut. Ich würde aber gerne auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich habe das ja mal genannt, Selbstorganisation und Verantwortung. Wie es mir so geht im Moment mit dem, was so an Buzzwords, wie wir ja gerne sagen, in der Gegend immer so herumfliegt. Ich bin über 50 und wenn man das ist und seit über 20 Jahren in der Beratung ist, ich gebe jetzt hier eine kleine Wahrheit von mir kund, dann geht das sowas einem auch manchmal auf die Nerven. Ne? Dann denkt man sich, ach, okay, das ist jetzt wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und wie lange wird es die denn aushalten? Und so ging es mir erstmal auch mit diesem Thema agile Organisationen, gebe ich ganz offen zu. Ne? Man hört das dann, wir Lehrtrainer hören das dann sehr stark ja von euch, von den Teilnehmern. Man begegnet dem bei seinen eigenen Kunden. Und ich habe mir gedacht, und habe gemerkt, dass es ein Thema ist, was mich echt fasziniert, weil dieses Thema ein ureigenes systemisches Thema eigentlich ist, nämlich Selbstorganisation ist ja etwas, ohne das wir Systeme ja gar nicht beschreiben können. Ne? Also übrigens vielleicht interessant, irgendwie auch da nochmal anzumerken, dass auch Hierarchie ein Versuch der Selbstorganisation des Systems ist, gut mit Komplexität umzugehen. Ne? Wir wissen nicht, ist es ein dummes oder ein gutes oder ist es mal so oder mal so. Und also da kann man tief in die Systemtheorie reingehen. Und deswegen habe ich gemerkt, ich habe das Bedürfnis, mich als Systemikerin auch zu diesem Thema, das blendet mich, auch zu diesem Thema irgendwie zu stellen. Also ich würde gerne da mal eine Antwort drauf finden, die aus einer systemischen Perspektive passiert. Und
da ist für mich eben unser Format Verantwortungsdialog und das Verantwortungsmodell ein gutes Modell, um sich mal ganz abseits, wie gesagt, von Hierarchiestrukturen oder eben nicht von Peer- und Kollegenstrukturen mit diesem Thema zu beschäftigen. So, und ich würde euch gerne von ein paar Erfahrungen von mir aus Organisationen erzählen, in denen ich mit dem Verantwortungsdialog gearbeitet habe als Format. Und ich würde das wirklich gerne kurz und so im Storytelling-Modus machen, weil es ist auch ein langer Tag gewesen und wir müssen uns jetzt nicht tief in Themen hineinbohren. Aber was ich ganz gerne würde, ist auch unser Modell einfach kurz nochmal hier zeigen. Ne? Das, also ich weiß nicht, Marc, ich weiß, dass du das auch einfach sehr intensiv lehrst. Hier sind viele Teilnehmer von deinem Curriculum. Aber ich weiß, dass das nicht alle Kollegen von uns in einer gleich tiefen und intensiven Weise lehren. Und deswegen ganz kurz nochmal zur Einführung, was ist unser Verantwortungsmodell? Das hat ja der Bernd 2004, naja, der hat es in den 90er Jahren entwickelt, der Bernd Schmidt. Und wir sagen ja, Verantwortung, etymologisch aufgefasst, heißt, dass es jemanden gibt, der oder die Antworten gibt in einer Organisation. Und auf welche Fragen? Auf Fragen der Leistungserbringung und Arbeitszufriedenheit und Arbeitskultur, hat es der Bernd immer genannt. Das sind die wichtigen Fragen, die Menschen in der Organisation beschäftigen, nämlich wann leiste ich hier wirklich einen guten Beitrag, der dann vielleicht auch gemessen und so weiter wird, und wann fühle ich mich hier auch wirklich wohl in dieser Leistung und habe das Gefühl, es ist auch ein Sinn für mich dabei, das passiert in einer guten Kultur und es macht mir hier auch Spaß. So, und da unterscheiden wir ja, ich gehe wirklich nur mal kurz durch, da unterscheiden wir diese unterschiedlichen Dimensionen, an denen entlang man Verantwortung für sich mal klären kann. Ich fange mal mit, das hat keine Reihenfolge, da kann man überall anfangen, aber ich fange jetzt mal an mit Wollen, weil ich das heute so spannend fand. Ich glaube, Stefan, ich glaube, du hast es mal aufgeworfen als Frage oder hast gesagt, man muss die Leute eigentlich auch mal fragen, ob die da eigentlich das gerne wollen, ne? Und ich höre immer wieder zum Beispiel bei meinen Kunden, dass nicht alle begeistert davon sind, dass sie jetzt zum Beispiel keine Führungskräfte mehr haben sollen, wenn das dann so passiert, ne? Aber man hat sie halt irgendwie nicht gefragt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rolle in einer Organisation übernehme, und dabei ist es egal, ob das jetzt eine Führungsrolle ist, hier in meinem Beispiel, ob ich da Projektleiterin bin oder einfach Kollegin von jemandem, der da einen unterstützenden Beitrag leisten soll, dann ist eben wichtig, dass ich mir überlege, ob ich das eigentlich machen will. Heißt, ob das auch zu meinen Werten, meinen inneren Haltungen und dem, was mir in diesem Leben hier und in dieser Organisation und in diesem Scope irgendwie Sinn macht. So, wenn das nicht so ist, und das finden wir halt sehr oft auch so, ne, dass Leute trotzdem in Verantwortungsrollen sind, obwohl sie eigentlich nicht wirklich entschieden haben, ich will da drin sein. Das führt dann immer zu großen Schwierigkeiten. Wenn ich da jetzt anfange von zu erzählen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Deswegen gehe ich mal weiter. Aber was wir schon merken, ist ja immer dann, wenn jemand Verantwortung innehat und eine dieser Dimensionen ist nicht wirklich geklärt, ne, dann wird es immer für alle schwierig. Wir gehen mal in die nächste Dimension, das ist das Können. Ich habe da auch mal ein bisschen so die englischen Begriffe genutzt, weil ich das im Moment viel auch in dem Kontext nutze. Im Können fragen wir, wenn du Verantwortung übernimmst in einer Organisation, in einer bestimmten Rolle, hast du denn die Qualifikation? Also kannst du das eigentlich im eigentlichen Sinne? Ne? Hast du das Skillset? Hast du die Erfahrung? Und was wir ja auch immer merken ist, hast auch du heute gesagt, Stefan, ne? Also Fachlichkeit, ein ganz riesiges Thema. Ich habe auch viel für Maschinenbauorganisationen gearbeitet. Fachlichkeit, ein Riesenthema, nimmt ganz stark ab zugunsten von anderen Kompetenzen, die man heute braucht, ne? Es geht da viel mehr um strategische Kompetenz, um kommunikative und soziale Kompetenz und viele andere Dinge, Innovationskompetenz. Und auch das kennen wir, ne? Menschen sind in Rollen in Organisationen unterwegs und man denkt sich, okay, ob er sie das jetzt so gut kann. Ne? Also man beobachtet, das ist vielleicht nicht so gut ausgefüllt. Immer dann wird es schwierig. Ne? Ich gehe mal zum Dürfen. Hiermit meinen wir, wenn ich auch die Antworten auf die wichtigen Fragen geben darf in meiner Rolle, heißt, wenn ich eine verantwortliche Rolle übernehme, egal jetzt mal welche, ich brauche immer eine gute Autorisierung und ein gutes Empowerment, was ich jetzt hier eigentlich alles machen darf. Das, damit ist auch wirklich ganz klar die Ausstattung mit Macht zum Beispiel gemeint. Und diese
Ausstattung ist natürlich auch wichtig, dass, also diese Ausstattung muss auch in kommunikativen Prozessen in der Organisation irgendwie deutlich gemacht werden. Ne? Darüber könnte ich wirklich Bände füllen von Kundengeschichten, wo Menschen nicht autorisiert sind. Gerade gestern hatte ich wieder ein Beratungsgespräch mit einer Projektleiterin in einem wirklich großen Projekt im Bankenbereich, wo es um Regulative geht, um BaFin-Schirmen und so weiter. Und es ist einfach überhaupt nicht klar, welche Rolle hat jetzt hier eigentlich wer? Ne? Das ist so ein Projektteam, das arbeitet mehr oder weniger selbstorganisiert miteinander, ist mein Eindruck. Und ja, alles ist unklar mit der Ausstattung. Ne? Und ich sage ja immer gerne, ne, wenn dann so hier wie im Dürfenbereich Verantwortung irgendwo rumliegt, ne, weil einer sie genommen hat, der kann es aber nicht. Oder, also da gibt es dann immer Leute, die können das nicht liegen sehen. Ne? Da gibt es dann Leute, die gerne diese Verantwortung aufheben, sind aber nicht autorisiert. Oh, da kann viel Verwirrung entstehen. Also immer so die Neurosen der Organisation. Übrigens habe ich nochmal hingeschrieben, Ressourcen. Weil interessant auch ist, ich muss ja auch Geld, Zeit und Leute haben. Ne? Also immer wieder von mir beobachtet, wichtiges Projekt, wichtiges Thema, toll autorisiert. Ja, ich habe aber noch 10 andere Rollen. Mitarbeiter soll ich jetzt dafür keine rekrutieren können? Oder wenn, dann nur welche von anderen Kollegen mit 0,1% in meinem Projekt? Ja, das kann nicht funktionieren. Ja. So, und dann haben wir hier jetzt noch die Dimension, muss ich dann eigentlich auch die geforderten Antworten geben? Das heißt, muss ich auch die mit mir vereinbarten Ziele, Themen, Agreements in meiner Zuständigkeit wirklich leisten? Ja? Da ist immer wieder auch Verwirrung zwischen müssen und dürfen. Gestern hat mich eine Teilnehmerin von uns aus dem SOE angerufen, Emina, ich bin völlig verzweifelt, ich will das bei uns einbringen. Was ist der Unterschied zwischen müssen und dürfen? Im Müssen geht es wirklich darum, ob auch was passiert, wenn ich da das mit mir Vereinbarte einfach nicht einbringe. Ne? Und ganz ehrlich, ich meine, es passiert einfach oft gar nichts. Und dann denkt man sich ja, verdammt, also ich kann mein Geld hier auch anders verdienen, oder? Ich muss jetzt nicht unbedingt alles machen, was man mir sagt. Und wir Menschen sind ja da echt Gewohnheitstiere. Das wird uns dann zur zweiten Natur, wie das da so läuft. Und dann machen wir das eben so und es fällt uns gar nicht mehr auf. So. Ihr seht, ich habe da 2 Farben gewählt. Nochmal wichtige Differenzierung für dieses Thema Wollen und Können. Da ist immer so die einzelne Person gefragt. Ne? Also das muss jemand mitbringen. Da muss jemand selber bei sich gucken. Kann ich's? Will ich's? Ne? Ist meine Motivation da? Und hier diese grünen Bubbles, da geht es um die Gewohnheiten, die Kultur und auch die Strukturen der Organisation, also inwieweit sind die in der Lage, Prozesse des Einforderns von Zuständigkeit, gute Autorisierung auch irgendwie bereitzustellen. Und ganz häufig erleben wir, dass Organisationen, die sind da unten nicht gut aufgestellt und dann sagen die, oh, wir haben so eine tolle Bewerbung hier. Hier kommt so ein Charismatiker, ein Mensch, der echt so ein Mover, den stellen die dann ein, der soll das Thema wuppen. Aber der scheitert natürlich an den Prozessen des Müssens und Dürfens, die gar nicht nachgehalten werden. Das kann dann nicht funktionieren. Ne? Also der beste Mensch, Einzelmensch, kann nicht auffangen, wenn eine Organisation an diesen Stellen nicht gut aufgestellt ist. Umgekehrt genauso. Ne? Kann sein, dass eine Organisation sagt, oh, erlebe ich im Moment dauernd, es ist schwer, gute Leute zu finden. Ne? Wir haben 1000 Bewerbungen, also Dinge rausgeschickt, wir haben da 4 Bewerbungen zurückgekriegt, alle sind eigentlich nicht gut, aber eine müssen wir jetzt nehmen. Und wir sind so eine gute Organisation. Ne? Wir sind total nachhaltig. Wir halten unsere Themen nach. Wir haben eine konsistente und konsequente Kultur. Das kann das einfach nicht auffangen. Ne? Die Person ist dann, die kann es und will es dann vielleicht trotzdem nicht. So. Das vielleicht nur noch mal, um zu klären, was ich meine, wenn ich von Verantwortung rede. Und hier haben wir jetzt ein Format gebildet, um dieses Thema herum, dass wir den Verantwortungsdialog nennen. Und das Dialogische daran ist, dass ich anhand dieser Blaupause in meinem Hintergrund, in meiner Haltung, mich mit anderen darüber unterhalten kann, wie sehe ich meine Verantwortung entlang dieser unterschiedlichen Dimensionen und wie sehen andere meine Verantwortung. Zum Beispiel, ich sag mal, in der hierarchischen Organisation jetzt meine Führungskraft.
haben wir dasselbe Bild oder eher nicht? Wenn eher nicht, dann ist es vielleicht eher ein konfrontativer Verantwortungsdialog, ne, wo wir sagen, oh, okay, hier würde ich gerne mal was machen, aber meine Führungskraft, die oder unser Management, die gehen einfach nicht in die Verantwortung, das wäre dann müssen, für mal ein paar strategische Vorgaben, wo es eigentlich hingehen soll. Sie organisieren aber auch keinen Dialog in der Organisation, die machen einfach nichts. Ne? Und jetzt kann ich soll jetzt irgendwas tun, jetzt kann ich das aber gar nicht machen, weil ich davon abhänge. Ne? So. Also das heißt auch, Verantwortung kann in der Organisation nie von einer Person alleine wahrgenommen werden. Wir können uns nicht irgendwo hinstellen und sagen, wir nehmen jetzt Verantwortung, wuppen den Laden. Nein, wir sind immer angewiesen auf das System. Wir brauchen das und deswegen ist es ein komplementäres System, weil wir die Beiträge anderer brauchen. So, also das heißt, der Dialog entlang dieser Dimensionen, habe ich gesagt, den nennen wir den Verantwortungsdialog und man kann ihn in jede Richtung führen, zum Peer, zu Kollegen, zu eigenen Mitarbeitern, zu Führungskräften, die man hat und ganz by the way, man kann den auch ganz super mit den eigenen Partnern und Kindern führen. Ne? Das ist auch immer ein gutes Thema für das private Verantwortung klären. Eine Differenzierung würde ich noch gerne reinbringen und dann würde ich euch gerne ein bisschen von meinen Beispielen erzählen. Und zwar das Thema bezogene Verantwortung. Und das finde ich jetzt im Hinblick auf Übergänge in Selbstorganisation besonders interessant. Was wir ja kennen, ist, dass jetzt Menschen sagen, ich bin verantwortlich für den IT-Bereich bei uns. Oder ich bin verantwortlich für das Marketing. Und dann bin ich vielleicht verantwortlich für den Vertrieb und da haben wir schon so eine kleine Sollbruchstelle, wo es irgendwie unter Umständen oder ich bin verantwortlich für R&D und dann kann es schon irgendwie da so Probleme geben, weil wir oft erleben, dass die Verantwortung für einen bestimmten Bereich dann sehr competitionhaft, also sehr konkurrierend auch mit anderen wahrgenommen wird, ne? Bis hin zu totalem Silo-Verhalten. Ne? Also ich optimiere meine Abteilung, meinen Bereich, die anderen sind mir scheißegal. Ich mache das und verdiene auf diese Weise einen tollen Bonus. Ja? So was wir meinen ist, dass es wichtig ist, Verantwortung auch bezogen auf die Gesamtorganisation und alle anderen Kollegen und Bereiche wahrzunehmen. Also heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe als jemand, der den Bereich OE leitet oder den Bereich IT leitet, immer mitzudenken, was für einen Impact hat das denn auch auf alle anderen, mit denen ich hier interagiere. Ja. So, und das, glaube ich, ist wirklich für kollegial, also sich selbst führende Teams, und da rede ich gleich noch ein bisschen drüber, ist es, glaube ich, überlebensnotwendig, weil hier sozusagen der Entscheidungsprozess nicht mehr einfach durch die Hierarchie, wie wir es gewohnt sind, organisiert wird, sondern wir müssen uns erstmal unterhalten darüber, was verstehen wir denn jetzt eigentlich unter unseren unterschiedlichen Scopes und wer übernimmt da welche Verantwortungen und das jetzt nicht isoliert zu tun, sondern immer wieder miteinander, wie es ja auch in agilen Prozessen dann passiert, immer wieder miteinander zu gucken, passt das noch? Das ist ein Prozess. Und da ist einfach sich zu beziehen auf das Gesamte äußerst wichtig. So, ich würde jetzt gerne euch mal ich würde euch erstmal gerne was anderes zeigen, was mich irgendwie so total begeistert hat. Wo ist denn die Folie? Nee, dann zeige ich sie euch später. Nämlich ein Zitat von Gregory Bateson, wo ich fand, dass der auch nochmal diese ganzen Versuche von uns, da Lösungen zu finden, auf eine sehr humorvolle Art nochmal kommentiert. Nee, ich erzähle euch jetzt erstmal eins von meinen Beispielen. Und zwar wie lebt man Verantwortung in der Matrix? Das fiel ja auch heute wieder schon. Du hast gesagt, Stefan, du hast mir einfach ganz viel Futter geliefert, deswegen spreche ich dich immer an. Du hast gesagt, die Matrix-Organisation ist doch irgendwie eigentlich keine schlechte Organisation. Ne? Und tatsächlich ist, und deswegen bin ich auch so früh da drauf gestoßen, ist aus meiner Sicht auch, also so wie Hierarchie eine Lösung sein kann, ne? Nämlich knallharte Autorität ist ja auch eine Lösung des Systems. Ne? Also Luhmann sagt, nee, das kann auch, damit organisiert das System sich selber. So ist die Matrix eigentlich in den 70er Jahren entstanden, eigentlich eine sehr intelligente Antwort auf erstmal die globalen Herausforderungen, denen sich Organisationen gegenüber gesehen haben, indem sie versucht haben, verschiedene Scheinwerfer und Perspektiven, wie wir ja immer gerne hier sagen, auch irgendwie auf einen
auf einen Scope zu richten. Ne? Also sagen wir mal zum Beispiel aus einer lokalen Perspektive im Produktionsbereich, aber dann vielleicht auch aus einer Segmentperspektive auf das Produkt oder aus einer globalen Perspektive, wenn es um das Thema Entwicklung geht. Was ist eigentlich für den Gesamtkonzern da wichtig? Ne? Also da stoßen unterschiedliche Verantwortungen und Rollen aufeinander und dann gibt es da in der Pathologie der Matrix sagt man DIN A zweier Herren, ne? Den armen Projektleiter oder die Projektleiterin, die dann irgendwie von der einen und von der anderen Seite mit Aufträgen beglückt wird und ich weiß, was sie machen sollen. Genau dazu würde ich mal was erzählen gerne und erzählen, wie ich da mit dem Verantwortungsdialog gearbeitet habe. Also es geht um einen Kunden von mir, mit dem ich schon lange arbeite. Das ist ein Automatisierungsunternehmen und dort um eine lokale Fabrik, die also Roboter hergestellt hat und in dieser und auch übrigens große Transformatoren und andere Dinge. Und ich wurde zu diesem Thema gerufen, weil, also mit dem Geschäftsführer hatte ich schon öfter gearbeitet, auch in anderen lokalen Einheiten, weil mich ein Einkaufsleiter anrief, der vom strategischen Einkauf, also der Zentrale, dorthin sozusagen abgesandt war oder eben dort auch Ziele hatte. Und der hatte Einsparziele, ne? Strategische Einkaufseinsparziele und war da so seit etwa einem halben Jahr und rief mich an, weil er meinte, Frau Zunker, Sie sind mir empfohlen worden von meinem Chef und wissen Sie, ich bin verzweifelt, ich glaube, ich brauche mal ein Coaching. Und dann erzählt er mir, ich meinte, okay, warum geht's? Ja, also ich kann nicht kommunizieren, sagen hier alle. Ne? Ich habe hier so, also dann hat er mir so erzählt, ich bin strategischer Einkaufsleiter, ich habe Einsparziele und ich habe jetzt hier so große Bereichsleiter, so mächtige Typen, hat er gemeint, die arbeiten hier seit 20 Jahren. Und wenn ich denen sage, hier, warum wollen wir nicht mal einen Lieferanten aus China ausprobieren, dann erzählen die mir, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und dass sie seit vielen Jahren sehr gut zusammenarbeiten mit dem Lieferanten XY und der ist ein bisschen teurer, aber das ist auch in Ordnung so. Und da die selber auch die Pricing-Hoheit haben, kann ich überhaupt nichts machen. Und ich glaube, ich kann, vielleicht bringe ich denen das nicht gut genug rüber. Ne? Ich finde das so lustig, weil ich will jetzt hier nicht in die Lehrtrainerrolle verfallen, ne? Aber Personen- und Systemqualifizierung, ne? Also hier ist erstmal ganz klar, wurde das Problem bei der Person lokalisiert. Ne? So, die kann es halt nicht. Würde im Verantwortungsdialog heißen, hat halt keine Kommunikationsskills. Ich bin dann dahin gefahren und habe mich mit ihm unterhalten und habe dann aber auch gleich von vornherein ihm gesagt, bitte fragen Sie Ihren Chef und die Geschäftsführung, ich würde mich wahrscheinlich noch gerne mit anderen Beteiligten des Systems unterhalten, das mache ich immer. Ne? Und dann habe ich mich erst mit ihm unterhalten und dann habe ich mich mal mit so ein paar von diesen Bereichsleitern unterhalten. Ne? So Typen, die sitzen da hinter ihrem Schreibtisch und erzählen, wissen Sie, Frau Zunker, der Mann hat ja überhaupt keine Ahnung von unserem Geschäft. Ne? Der soll entscheiden, was das kosten darf, das ist die Höhe, das machen wir hier nicht, das wollen wir hier nicht. Und ach übrigens, wir sind im Konzern ein kleines gallisches Dorf. Ne? Ich fand es so interessant, weil das hat mir so etwa jede Niederlassung von denen schon erzählt. Ne? Und dann habe ich so meine Themen, so meine Erkenntnisse gesammelt und damit bin ich dann, das hat Gott sei Dank auch noch am gleichen Nachmittag geklappt, ich bin in die Geschäftsführung. Jetzt war aber mein Kontaktmann, der Geschäftsführer, der mich schon kennt, der war noch nicht da, der kam erst später. Ne? Da saßen dann seine erweiterten Geschäftsführungsmitglieder und denen habe ich meine Erkenntnisse mitgeteilt. Die waren, ich glaube, es liegt hier nicht an dem Mann. Ich glaube, es liegt auch an viel, vielleicht auch, aber es liegt auch an vielen anderen Dingen. Und wir sollten mal darüber reden, ob Sie sich eigentlich einen strategischen Einkauf leisten wollen oder nicht. Vielleicht brauchen Sie das ja auch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die Wahl haben. Und die haben mich angeguckt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gott sei Dank kam zu meiner Rettung dann mein Geschäftsführer rein und der sagte erstmal den anderen: Übrigens, die Frau Zunker sitzt hier, weil sie nicht jeden Auftrag nimmt. Ne? Und ja, und dann habe ich nochmal so erzählt, worum es ging. Und wieder kam dieser Satz mit dem gallischen Dorf. Und da meinte der Geschäftsführer, er ist ein sehr ausgeschlafener Typ, ja, also wenn wir jetzt die Gallier sind, ne, und da kommt einer von den Römern abgesandt und wir lassen den jetzt nicht mitspielen, ne, sondern wir hängen den so an einen Baum mit Binde und so, wie man das von dem Sänger immer macht, dann ist doch kein Wunder, dass er wieder zurückrennt nach Rom, ne, und irgendwie noch mehr Leute holt. Und das brach das ein bisschen auf. So, und dann war mein Vorschlag, was können wir tun? Mein Vorschlag war, ich habe dann den Geschäftsführer gefragt, haben Sie sich denn eigentlich mal mit dem Counterpart, Sie führen den ja lokal, aber haben Sie sich schon mal mit seinem Counterpart, der ihn fachlich, Dotted Line, führt, in der Zentrale unterhalten? Ja, nein, also das geht nicht, weil die kommen nicht immer her und so.
Kurzum haben wir ein bisschen geredet und ich habe ihm vorgeschlagen, also es kam raus, dass da einfach kein gemeinsames Bild drauf ist. Ne? Was soll dieser Mann denn machen? Also der ist halt abgesandt und soll hier Einsparziele einholen und keiner will das und der rennt da rum. Und dann haben wir, das war jetzt der erste Schritt im Verantwortungsdialog, erstmal tatsächlich den eingeladen, also diesen aus der Zentrale, ne, strategischen Chef vom Einkauf, der kam auch. Und dann habe ich erstmal einen Dialog moderiert zwischen diesen beiden, die den Mann da führen. Und das war total spannend, ne? Weil ich meine, die hatten halt total unterschiedliche Prioritäten. Der eine wollte seinen lokalen Kram da am Laufen halten und seine Bereichsleiter zufrieden halten und so weiter und so weiter. Der Einkaufsleiter hatte ganz andere Kostenvorstellungen, hatte die Finanzsituation vom Konzern ganz anders im Blick und so weiter. Und das hat eine Weile gedauert, aber es ging dann letztlich um die Frage des Dürfens. Ne? Also was darf dieser hier Einkaufsleiter in der lokalen Fabrik denn eigentlich bestimmen, um auch ein Stück diese Einsparziele real zu machen. Ja. Und dann haben die beiden sich da geeinigt auf so einen, auf einen bestimmten Range von Autorisierung. Und das war ein langer Prozess. Und der nächste Schritt war dann, den Einkaufsleiter dazu zu holen und mal zu sagen, pass mal auf, wir haben eine Idee. Ne? Wir würden dich gerne noch mal in Kontakt bringen mit deinen internen Kunden, den Bereichsleitern. Und wir haben jetzt auch eher eine Idee, was deine Ausstattung ist, was deine Autorisierung ist, was du dafür vielleicht auch können musst. Tatsächlich bist du manchmal ein bisschen rau in der Auseinandersetzung. Ne? Das wäre dieses Kommunikationsthema. Und wir finden aber auch, dass deine Mitspieler wirklich mit dir klären müssen, wo für sie vielleicht wirklich auch ein No-Go ist in dem Austausch eines Lieferanten oder wo sie sagen, nee, hier müssen wir auch mitarbeiten an der bezogenen Verantwortung für den gesamten Konzern. So. Und dann nächste Stufe. Bereichsleiter, Einkaufsleiter. Ne? Das war spannend. Also diese Mächtigen, von denen ich eben erzählt habe. Und da habe ich, das habe ich moderiert und habe aber den Geschäftsführer gebeten, den Lokalen mit dabei zu sein, weil meine Hypothese war, dass ohne, und hier haben wir wieder, das ist interessant, ne, ohne die Macht von ihm sozusagen nicht klar wäre, ich will jetzt hier eine Einigung von euch haben. Ne? Das wäre dann weitergegangen mit dem Hickhack. Und das war dann auch ein ganz interessanter Prozess. Also erstmal musste man die wirklich auch sensibilisieren dafür, dass sie eine Verantwortung haben, in diesem komplementären System diesen Mann nicht dauernd gegen die Wand laufen zu lassen. So, dann kann man den sich auch sparen, dann kann er auch woanders arbeiten. Und das hat ein bisschen gedauert. Und dann war es aber auch trotz allem möglich, genau diesen Dialog zu führen, entlang dieser unterschiedlichen Dimensionen, nämlich wo einigen wir uns jetzt, das sind ja letztlich von der Bereichsebene waren es Peers, ne, der Einkaufsleiter an die Bereichsleiter, wo einigen wir uns auf, hier helfen wir dir wirklich auch, deine Einsparziele einzukriegen. Das sind ja unser aller Ziele. Ne? Hier lässt du uns die Freiheit, weil hier gibt es halt ein bestimmtes, keine Ahnung, seltene Erden oder sonst irgendein Kram, den kriegen wir einfach nur dort in der Qualität, die wir brauchen. Dann ging es auch um die Frage, wie, also unsere Haltungen, ne? Wollen wir da eigentlich auch uns gegenseitig diese Autorisierung geben und wie gehen wir auch auf einer kommunikativen Ebene, was das Können betrifft, miteinander um? Ja. So, und der Geschäftsführer hat gesagt, ich übernehme den Scheinwerfer des Müssens, weil ich werde das sehr knallhart kontrollen, was hier passiert. Ne? Wir machen jetzt ein Jahr mal Probe mit diesem Thema, mit dieser Art der Zusammenarbeit und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und man muss sagen, das hat ganz gut funktioniert. Ne? Was ich euch jetzt erzähle, ist die absolute Kurzfassung. Verantwortungskultur ist immer ein Prozess, der ist nicht ein für alle Mal geklärt. Ne? Da ist auch, da kommt irgendeine neue, kommt eine Innovation, kommt eine Veränderung und dann muss das alles wieder von vorne losgehen. Es muss immer wieder neu geklärt werden. Aber es war immerhin so erfolgreich, dass der Geschäftsführer dieses Format dann auch nochmal für eine Auseinandersetzung mit seinem Counterpart zum Thema Entwicklung gewählt hat, ne? Weil da hatten die das gleiche Thema. Die haben die Entwicklung eigentlich nur im Haus gehostet und die wurde halt fachlich geführt mit sehr viel Einfluss auch von der anderen Seite und es war das gleiche Thema. Woran arbeiten die? Ne? Arbeiten die an Lösungen für das, was wir im Moment an unsere Kunden verkaufen? Arbeiten die an Innovationen und Themen, die einfach aus der globalen Konzernsicht für dieses Thema wichtig sind? Ne? Und das hat wirklich gut funktioniert. Ja, ich merke, ich würde euch noch so gern so viel mehr davon erzählen, weil was natürlich dabei auch, also ich gucke jetzt mal auf uns, wir als Coaches und Berater,
was dabei ja auch natürlich eine Kompetenz ist, wo unser Können im Verantwortungsdialog gefragt ist und wo wir uns die Erlaubnis dafür holen müssen im Dürfen, ist, diese Tabus anzusprechen, die da von den Leuten so gebunkert werden. Ne? Also die reden ja nicht wirklich miteinander über die Dinge, sondern die, ne, die lassen sich erstmal gegenseitig auflaufen und da passiert nichts und dann ist man ein gallisches Dorf und verbunkert sich und so weiter. Und das ist, finde ich, eine, also das erlebe ich als die größte Herausforderung für mich als Coach, das auf eine einladende und wertschätzende Weise dann zu tun in solchen Gesprächen. Ne? So. Weil nur dann funktioniert es, wenn es nicht in eine gegenseitige Abwertung mündet. Ich gehe jetzt mal weiter in das zweite Beispiel. Und da geht es um ein Team, was im Übergang zur Selbstorganisation ist. Und wo mir nochmal klar geworden ist, also nur durch so ein Anberaumen von wir arbeiten jetzt selbstorganisiert und stärker agil, ne, funktioniert der Laden so halt überhaupt nicht. Ich erzähle bis kurz, worum es geht, oder ich bin da noch so im Begriff zu arbeiten. Es geht um eine Bank in Frankfurt, die, also eine Geschäftsbank, eher, ich sage jetzt mal, aus einem öffentlichen Kultur, aus einer Kulturhistorie kommend und insofern auch mit vielen Beharrungsmomenten und Beharrungsvermögen, was ihre Prozesse und die Art der Führung und so betrifft, ausgestattet. Und hier geht es um einen Bereich, der heißt, der ist das Beschaffungs- und Dienstleistersteuerungsmanagement, also die Dienstleistersteuerung und Beschaffungsmanagement als ein Teil der, des Einkaufs auch, aber der, also es ist nur ein Part davon. Und hier wurden in einer größeren Umstrukturierung wurden erstmal viele Mitarbeiter eingespart und diese beiden Teams, nämlich das, die Dienstleistersteuerung und das Beschaffungsmanagement, fachlich ist das jetzt ganz egal, die wurden zusammengelegt. Ne? Und jetzt muss man sich vorstellen, da arbeiten Mitarbeiterinnen vor allem, die seit vielen Jahren, ich würde mal sagen, ich glaube, die Älteste ist 28 Jahre da gewesen, für diese Organisation gearbeitet haben, totale Einzelkämpfer sind, also so echte Experten in ihrem Fach und eigentlich immer so unter einem Dach so miteinander in zwei Abteilungen immer mal so ein bisschen Kontakt hatten, aber nicht wirklich eine fachliche Schnittstelle oder irgendwie eine Art von Kooperationsgewohnheit. Ne? Und da diese Organisation, wie viele andere jetzt auch findet, ah, wir wollen doch eigentlich ein bisschen mehr in die Richtung New Work gehen und wir möchten gerne selbstorganisierte Arbeiten, agil wollten sie das noch nicht nennen, aber irgendwie soll, also das ist doch modern und das wollen wir machen, haben die Folgendes gemacht. Die haben jetzt daraus ein Team gemacht, in dem sind jetzt 5 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter und haben denen gesagt, wir möchten euch gerne dahin bekommen und entwickeln, dass ihr euch gegenseitig vertreten könnt in euren Themen. Also heißt, auskunftsfähig sein, wenn mal ein Kunde anruft oder so. Das muss noch nicht das volle Programm sein. Und den Weg dahin, das hätten wir gerne so ungefähr in einem halben Jahr, dass ihr da seid. Und den Weg dahin, den überlegt ihr euch einfach mal selber. Also da könnt ihr, da seid ihr ganz frei und wir unterstützen euch und sind auch irgendwie da, aber auch nicht wirklich. Ne? Und was ich euch jetzt erzähle, habe ich dann im Interview mit den Führungskräften erfahren. Und das hat halt irgendwie dazu geführt, dass also eine Mitarbeiterin auf einmal dauernd krank war. Die hat dann, eine andere hat dann irgendwie auf einmal nebenbei eine Heilpraktika-Ausbildung angefangen und wollte in Teilzeit gehen. Also ziemliches Chaos. Und irgendwann wurde ich, arbeite viel für die Organisation, da dazugezogen, weil doch irgendwie ganz schön die Kacke am Dampfen war, würde ich mal sagen. Und es auch nicht funktioniert hat. So, und ich habe dann erst mal einer Führungskraft, dem Abteilungsleiter und 2 Teamleiterinnen gegenüber gesessen, die mir das so erzählt haben und die, so wie ich es irgendwie verstanden habe, vorher die Teamleiterinnen auch ganz, ganz stark diese Mitarbeiter fast aus einer mütterlichen Perspektive unterstützt haben. Ne? Es fiel völlig weg erstmal. Und meine erste Stufe, um jetzt gut in Verantwortung zu kommen und das zu klären, war jetzt erstmal die zu fragen, Was wollt ihr denn machen? Angenommen, das klappt bei denen gut, ne? Was ist denn dann eure Rolle? Also das klappt ja im Moment nicht. Ne? Das ist eine interessante Frage, wisst ihr ja in unserem systemischen Fragenkatalog, wem nützt das Problem? Also im Moment hat das Problem den Führungskräften noch ganz schön genützt, weil die haben es ja nicht hingekriegt, die Mitarbeiterinnen. Ne? Und
dann habe ich die gefragt, ja, wenn das läuft, also was ist dann mit euch? Ja, also ja, wir verstehen uns eher so als Unterstützer und Enabler. Und was mir erstmal auch aufgefallen ist, ist, dass die überhaupt kein gemeinsames Bild hatten, der Abteilungsleiter und diese beiden Frauen. Ne? Wie wollen, also was machen wir? Wie soll das hier passieren? Ne? So, und dann erste Stufe Verantwortungsdialog für mich erstmal mit denen gemeinsam zu fragen, also was müsst ihr jetzt noch können? Was wollt ihr noch euch rausnehmen zum Dürfen, wofür ihr euch autorisiert, ne? Und was ihr euch vorbehaltet? Ja? Wer misst euch denn jetzt mit der Gesamtabteilung? Und habt ihr euch das ausgedacht und wollt das auch wirklich oder ist das irgendwie aus der Organisation gekommen? Ne? Und an allen diesen Stellen gab es interessante Dinge zu erfahren. Da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, ne? Denn die Mitarbeiterinnen, zum Beispiel die Teamleiterinnen, die hatten sich das mit dem Wollen noch nicht so wirklich überlebt. Ne? Der Abteilungsleiter, der war total getriggert davon, hey, das hat ein bisschen was mit der Organisationskultur zu tun, ich bin ein toller Hecht. Bei mir arbeiten die Leute selbst organisiert mittlerweile. Ne? Ich kann mich nur auf die Strategie konzentrieren. Die Teamleiterinnen, ne? Die sollten das ja dann irgendwie umsetzen, die waren da noch gar nicht glücklich und vor allem haben die auch gesehen, wie die Mitarbeiter leiden in diesem Thema. Ne? So. Die haben dann angefangen zu überlegen, was sie noch wollen und was sie dürfen und so weiter und kamen dann dazu, dass sie gerne eine Qualitätssicherung auch übernehmen würden. Ne? Also sie würden gerne gucken, werden diese Dienstleistungen von diesem Team auch weiterhin so gut abgeliefert, wie das früher war oder sogar noch besser? Die Ressourcen steuern, ne? Also wie wollen wir wirklich auch gucken, schaffen die, das war auch eine offene Frage, schaffen die das zu viert jetzt da, was vorher 10 Leute oder so gemacht haben? Ne? Also sich an diesen Themen irgendwie auch selbst zu verstehen als jemand, der in die Hierarchie des Hauses, die es ja drumherum weitergibt, das ist ja ein großes Problem, ne? Dass wir hier an den Rändern dann immer so die Verwerfungen haben. Ne? Also da sich als Kommunikatoren auch zu verstehen und noch ein paar andere Dinge mehr. Ja. So, und dann haben wir einigermaßen ein gemeinsames Verständnis zwischen diesen drei Führungskräften gehabt. Und dann war die nächste Stufe für mich des Verantwortungsdialogs, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitern aus dem Team in einen Workshop gegangen sind. Und hier merkt ihr, dieses Format, das ist nicht immer nur ein dialogisches Format, in dem man mit einer Person alleine das irgendwie klärt oder vielleicht mit zwei. Das kann man wirklich sehr gut auch mit einer Gruppe von Leuten benutzen. Man muss dann nur ein bisschen die Methodik anpassen. Ne? Man vielleicht erst mal arbeiten lassen zu diesen unterschiedlichen Dimensionen. Was will da jeder, was versteht da jeder so drunter und das dann zusammenlegen. Und da war sehr die Frage dann von den Mitarbeitern, von den Führungskräften an die Mitarbeiterinnen, wie stellt ihr euch das vor, ne? Euer Skillset, euer Rollenset, eure Autorisierung? Also was wollt ihr da auch selber entscheiden? Und ich gehe mal kurz zurück auf die Verantwortung. Da wurde mir zum Beispiel klar, das habe ich vor kurzem tatsächlich auch mich mit einem Kollegen drüber unterhalten, Selbstorganisation braucht ja erstmal jemand, der sagt, so wollen wir das, wir wollen das jetzt. Das ist immer ein schöner Widerspruch. Es braucht die mächtige Person, die das Ende der Macht verkündet. Und man muss es können. Also Leute müssen das auch können. Und was man hier gemerkt hat, war, dass auf der Ebene Können, ja allein von den fachlichen Skills, ich meine, da hatte keine Beschafferin eine Ahnung von der Dienstleistersteuerung und umgekehrt. Gar nicht. Ja. Wie kommt man dann so weit in der ganzen Zeit, dem anderen zu erklären als Kollege, wie das funktioniert? Wenn schon 4 Leute gegangen sind und man irgendwie total viel arbeitet. Ne? Also die waren völlig erschöpft. Und das Erste, was wir da vereinbart haben in diesem Dialog im Workshop, war, dass die Teamleiterinnen auch erstmal unterstützen, in die Zeit einräumen, damit dieses Know-how vermittelt werden kann. Ja? Oder auch mal selber operativ da reingehen und sagen, ich sitze jetzt mal eine Weile neben dir und entlaste dich auch an der Stelle. Ne? So, und es befriedigt mich zutiefst zu hören, also von anderen Kollegen, dass das ein ganz großes Thema ist, dass Selbstorganisation auch manchmal einfach diese Anleitung braucht. Und gerade in den IT-Bereichen ist das einfach auch oft ein ganz wichtiges Thema. Ja, also das heißt, da ging es um Können, aber dann auch um die Frage, dürfen wir uns denn als Kollegen dann auch selbst ein Stück kontrollieren und steuern, wenn es darum geht, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Ne? Also zum Beispiel diese Frau, die jetzt die Heilpraktikerin-Ausbildung macht, die ging natürlich den anderen ganz schön auf den Senkel, weil die ist auf einmal auf Teilzeit gegangen
und war auch oft krank und hat sich irgendwie ein bisschen da rausgezogen. Und das durfte aber kein Thema sein. Das ist in der Kultur dieser Organisation ein Tabu. Ich kann nicht einer Kollegin sagen, hier, das Laura, also das geht aber nicht. Ne? Du warst jetzt schon dreimal auf deiner Fortbildung und wir ackern hier wie die Blöden. Ne? So, hier erstmal eine Erlaubnis zu geben, sich gegenseitig, ja, du darfst das. Du darfst mich auch ein Stück, wenn wir hier selbst organisierter zusammenarbeiten, du darfst mich auch ein Stück feedbacken und du darfst mich kritisieren. Totales Tabu. Ne? Also darüber haben wir erstmal nur gesprochen. Wie stellt ihr euch das vor? Wie kann das gehen? Ja. Interessant auch das Thema, wer kontrollieren wir uns jetzt gegenseitig oder machen das nach wie vor die Führungskräfte? Ne? So, das nur als Beispiel. Das sind Themen, die da besprochen wurden. Und ich meine, überflüssig zu sagen, dass die Mitarbeiter erstmal überhaupt nicht wollten. Die hatten keinen Bock auf diese Art von selbstorganisierter Führung, führungsloser Zusammenarbeit. Und ich bin immer noch im Prozess. Ich bin nicht sicher, ob das sich geändert hat. Also das muss man sehen. Ne? Und das ist etwas, was ich den Führungskräften auch jetzt schon gesagt habe. Ihr müsst euch überlegen nach einem Jahr, ob das für euch etwas ist, was ihr sozusagen gegen den Wunsch von vielen in der Organisation machen wollt. Oder ob es so ist, dass sich wirklich auch die Vorteile für alle herausstellen. Das macht mehr Spaß, es gibt uns mehr Freiraum und wir können so gut arbeiten. Ne? Also das ist im Moment noch ein Prozess, der im Laufen ist. So, wo sind wir? Die beiden Beispiele habe ich euch erzählt. Ja, ich würde. Was ist so für mich die geronnene Konklusion von dem, was ich euch eben erzählt habe? Ich glaube, Selbstorganisation kann auch eine große Chance sein, in die Kulturentwicklung hinein zu investieren. Aber wir haben gesehen, das kann auch in einer Matrixorganisation funktionieren. Und im Grunde kann das in vielen Organisationsstrukturen funktionieren, wenn die Menschen es schaffen, wirklich Verantwortung für sich zu klären. Und dazu braucht es eine bestimmte Kompetenz. Dann kann auch sowas wie kulturelles Wachstum oder Kulturentwicklung passieren. Und da will ich nochmal sagen, wir hatten ja eben diese interessante Diskussion mit euch, Ingo, mit eurem Beitrag. Und Kultur ist ja, man kann ja nicht kulturell wirken. Das will ich einfach nochmal analog zu Watzlawick sagen. Ne? Also es ist immer, Kultur passiert immer. Und da ist halt die Frage, können wir die ein Stück beeinflussen, indem wir wirklich als gute Kultur Beispiele vorangehen und die Tabus und wichtigen Themen ansprechen, die wir uns sonst gerne ersparen und damit zu kulturellem Wachstum beitragen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich etwas, was der Verantwortungsdialog ermöglicht. So, und ich würde gerne schließen hier mit einem unserer Erzväter der Systemtheorie, nämlich Heinz von Förster. Und er sagt ja, Freiheit und Verantwortung gehören eben zusammen. Also das heißt, ohne Wollen kann es überhaupt keine Verantwortung geben. Und nur wer frei ist und immer auch anders agieren könnte, kann verantwortlich handeln. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man sich es mal auf der Zunge zergehen lässt, eine revolutionäre Bemerkung. Denn so weit sind wir in vielen meiner Kundenorganisationen nicht. Da wird nach wie vor jetzt irgendetwas anberaumt, was man gerne sehen möchte. Also ich arbeite vor allem mit Organisationen, in denen es dann agile Bereiche gibt, aber auch andere. Und ich glaube, diese Freiheit, ne, also zu sagen, yo, das mache ich oder das macht mir keinen Sinn und dann handle ich aber auch, dann habe ich auch eine Alternative. Ich glaube, das gehört unbedingt dazu und damit würde ich gerne schließen. Gerne. Soll ich noch vorne bleiben? Mhm. Ja, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für Nachfragen und Dialog hier im Plenum mit dir, Irmina. Wir haben auch noch Mikrofone, müssten wir eigentlich haben. Ja, laden wir euch ein, gerne. Resonanz natürlich zu geben und nachzufragen bei Irmina, nochmal einfach anzuschließen an das, was wir gehört haben. Da hinten ist eine Frage. Danke. Mich würde interessieren, was denn die Antwort war auf die Frage, wer jetzt kontrolliert dieses selbstorganisierte Team, ob sie sich selber kontrollieren oder ob es dann doch noch den Vorgesetzten gibt. Also im Moment, das hängt auch ein bisschen mit der Organisationskultur zusammen, die ist dort nicht sehr mutig. Die Mitarbeiterinnen wollen das gar nicht. Nein, auf keinen Fall.
werde ich dafür bezahlt, heißt es ja dann auch. Ne? Und deswegen, ich habe ja gesagt, ich arbeite da noch, das ist im Moment ein Prozess. Also da haben wir noch keine Antwort drauf. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht entwickelt sich es dahin. Ne? Und die haben ja auch recht, weil zu diesem Kontrollieren, sage ich jetzt mal, da gehört ja auch eine Kompetenz dazu. Das muss ich ja auch können und verstehen. Ne? Ja. Bettina hat auch eine Frage. Mir ist so aufgefallen, dass du ja angesprochen hast, dass die vier Mitarbeiterinnen jetzt manche Kompetenzfelder gar nicht abdecken können. Wer hat denn in dem Projekt die Kompetenz zur Selbstorganisation? Ja, das ist eine gute Frage, Bettina. Also ich glaube, es ist unterschiedlich. Also es gibt schon ein, zwei Kulturtalente auch darin, die auch sagen, eigentlich macht mir das Spaß und ich habe viel mehr Gestaltungsspielraum als früher. Aber das sind eben nicht alle. Ne? Das ist ja kein sehr großes Team, es sind fünf und der andere Teil ist eben sehr, sehr abwartend und sehr verhalten. Ne? Und auch da kann man noch, wirklich ist noch Luft nach oben in Richtung, wie führe ich auch einen kritischen und konfrontierenden Dialog mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Ne? Oder wie fordere ich von meiner Führungskraft auch wirklich eine Unterstützung oder eine Rahmensetzung oder Orientierung ein. Ne? Aber die beiden begreifen das für sich als eine Chance dahin und wäre natürlich schön, wenn es die anderen ansteckt. Ne? Okay, die Frage, wenn du einen solchen Dialog angehst, gibt es ja so die Phase vom Erkennen, das sind Verantwortlichkeiten, die wahrgenommen werden, bis zur Neuregelung. Diese Zwischenphase, ist das ein Zustand der Nichtregelung oder was gilt dort? Im Moment schaffen die nicht die Qualität und das Soll, was sie eigentlich schaffen müssten. Also da sind auch schon ein paar Sachen wirklich auf den Boden gefallen, wo die Führungskräfte kurz einspringen mussten, sonst wäre das ein echter Bumerang geworden. Und das macht denen natürlich auch Sorgen. Das ist einer der Gründe, warum die mich da auch geholt haben. Ne? Und die Frage ist jetzt, ob mit den Maßnahmen, die ich jetzt hier so beschrieben habe, die halt auch ihre Zeit brauchen, ne, und einen Prozess, ob das irgendwie das auffangen kann. Ne? Ich glaube auch, dass sie noch weiter Ressourcen an Bord holen müssen. Also das wird nicht funktionieren. Ne? Die haben halt sehr viel abgebaut und sind jetzt in der Phase zu gucken, ob das so überhaupt auch eigentlich funktionieren kann. Ne? Also im Moment muss das Verantwortungssystem von oben gestützt werden, ja. Ja, was hier drüben. Was mich noch interessieren würde, sehr interessant fand ich das Wort Tabus. Also Tabus aufbrechen, aber wir haben das bei uns erlebt. Wie geht man jetzt eigentlich damit um, wenn so ein Verantwortungsdialog zustande kommt und auch begonnen wird, weil der Schmerz sehr groß war? Tabus werden angefangen anzusprechen und dann ist irgendwann der Punkt bei dieser Gruppe erreicht, wo sie sagt, ja, eigentlich ist doch alles gut. Wie kann man dann damit umgehen? Mhm. Also wenn dann die Gruppe in sich geschlossen dasteht und sagt, nee, also im Prinzip wollen sie sich ja nicht weiter mit beschäftigen. Mhm. Und das heißt, du hast als jemand, der sie begleitet, die Hypothese, das ist nicht gut. Ja, also ich weil vielleicht ist es ja gut für erlebt Sie. Es in der Organisation, dass nach wie vor die Spannungen halb auch da sind. Ja. Mhm. Es hat sich ein bisschen was geändert, dadurch, dass darüber geredet wurde, ja, aber der Prozess konnte nicht zu Ende geführt werden. Ich glaube, das ist bei Tabus häufig so, dass man sie zwar ansprechen kann, jeder kann sie ansprechen, man kann auch anfangen, daran zu arbeiten, aber man findet an irgendeinem Punkt eigentlich keine Lösung. Ja, also erstmal, ich glaube, das braucht wirklich Zeit. Also das ist, ich war früher, ich habe das gestern irgendjemand oder heute Morgen, also früher war ich ganz oft als Johanna von Orléans des Verantwortungsdialogs unterwegs. Ne? Ich kann nicht gut. Also so, das geht nicht, das müsst ihr anders machen. Oder das Blöde ist ja, die anderen haben dann irgendwie weniger Lust. Ne? Und heute kann ich das viel, also da kann ich das viel gelassener sehen und dem Zeit lassen. Ne? Ich meine, bin ich der liebe Gott und also die wissen schon, wann sie was auch anpacken können. Ne? Was ich aber immer tue, ist, und da ist jetzt die Frage, aus welcher Rolle agiert man? Ne? Ich bin ja aus einer externen Rolle dann dabei. Das ist natürlich auch eine große Freiheit, aber die kann man auch als interne sich erarbeiten. Und ich spiegle dann häufig, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwas mir sagt, nein, es ist noch nicht gut. Das kann meine Wahrnehmung sein, vielleicht stimmt das auch nicht. Ne? Aber ich biete das schon erstmal an. Und
versuche auch nochmal deutlich zu machen, welche Vorteile es hätte, wenn wir uns dem jetzt, wenn wir doch mal drüber reden und uns dem nähern. Und manchmal gelingt es dann, aber wenn da wirklich erstmal so ein, ich sag mal, eine Distanz, ich will es gar nicht Widerstand nennen, weil das ist ja vielleicht auch gar kein Widerstand, sondern ein Schutz, dann respektiere ich das und glaube, das braucht dann vielleicht noch mehr Zeit. Ne? Was ich auch natürlich irgendwann entscheiden muss, ist, wenn mit so einem Bereich oder mit solchen Menschen, mit denen ich arbeite, dann für mich keine vernünftige Arbeit mehr möglich ist, weil die halt nicht aufmachen, dann muss ich halt, das ist meine beraterische Verantwortung dann, wollen, ne? Da muss ich entscheiden, will ich das dann noch? Ist das für mich noch sinnvoll und erlebe ich mich als wirksam? Und es gibt auch hier und da mal Teams zum Beispiel, die ich aus diesem Grund nicht mehr weiter begleitet habe und ihnen das auch gespiegelt habe. Es ist dann halt so. Das finden dann einige schade und andere gut. Aber so ist es. Ja, habe ich die Frage ein bisschen beantwortet? Also. Ich hätte noch mal eine Frage zum ich hätte noch mal eine Frage zum Verhältnis ja. Dieser Selbst, der Selbstorganisation von solchen Teams und der Fähigkeit und der Hierarchie in der Gesamtapparat. Also meine These wäre, je dichter oder je mehr Hierarchieebenen es in einem solchen Apparat gibt, umso stärker ist die Tendenz, von Zwischenebenen sozusagen ihre Funktion nicht im aktivierenden Sinne zu nutzen, sondern im Sinne von Nebelbomben werfen. Ja? Also Informationskanalisierung von oben nach unten und umgekehrt. Und die Frage wäre, würdest du sagen, dass es einen solchen Zusammenhang gibt zwischen dem Erfolg einer solchen Strategie, Verantwortungsdialog und hohen oder flachen Hierarchieniveaus? Mhm. Das wäre jetzt eine These, die ich eben formuliert habe. Ja. Ich musste gerade, habe ich heute ja schon mal zitiert, ne? Luhmann sagt ja, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Das dürfen wir nie vergessen. Das denke ich auch immer wieder. Ich glaube nein. Ich glaube, jede Organisationsform, deswegen bin ich hier auch mehr generalistisch unterwegs. Ne? Also ich bin jetzt nicht die Verfechterin von nur Selbstorganisation oder die, das muss ich wirklich auch messen lassen an dem, was will ich denn erreichen als Organisation und was passt da für eine Struktur dazu. Und ich glaube, jede Organisation kann sich mehr in Richtung aktivieren. Schön, dass du diesen Begriff gebraucht hast, denn den benutzen wir auch oft, uns zu aktivieren im Sinne von Verantwortung. Und ich glaube, jede Organisation kann das. Also, wenn sie jetzt, sage ich mal, jetzt nicht von Gewalt, Unterdrückung und Kriminalität dominiert wird. Ich meine, ich denke jetzt wirklich an Mafia-Organisationen oder Organisationen, wo es gewaltvoll zugeht und das gibt es. Ne? Da sind andere Themen dann da. Aber ich glaube, das geht. Die Frage ist, ob es gelingt, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass nur sie sich aktivieren können an einem bestimmten Punkt. Also es gibt Verantwortungen, die auch ich als Mitarbeiterin zum Beispiel habe, wenn ich merke, meine Führungskraft, die versteht einfach gar nicht, was ich brauche, um irgendwie vernünftig arbeiten zu können, aber ich lasse es sie nie wissen. Ja, dann bleibt das erstmal so. Ne? Das ist eine Verantwortung, die ich nicht abgeben kann. Und ganz häufig höre ich von meinen Kunden, natürlich habe ich das gesagt. Wenn ich dann mal frage, ja, wie hast du das gesagt, dann kann man es vergessen. Ne? Dann hat mal einer sich mal kurz gemeldet und gesagt, ich bräuchte mal das und geht auch, wenn sie es in 2 Tagen mir bringen. Und dann, das ist kein Aktivieren in Verantwortung. Ne? Das muss der andere dann auch spüren. So weit vielleicht mal. Ja. Also jeder kann. Ach, Uli. Ja, es geht um die Thematik Zeit geben und sich Zeit nehmen, um in Wirkung zu kommen. Also eine Vereinbarung zwischen dem Team, Selbstorganisation und demjenigen, der sagt, ich traue euch das zu. Wie ist deine Erfahrung über Rückkopplungsprozesse, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft? Also die vereinbarte Zeit wird nicht eingehalten, der Erfolg wird nicht in der Zeit, in der Höhe kommen. Wie ist deine Erfahrung in der Organisation mit diesen Themen? Das ist ein echt spannender Punkt, Uli, weil ich habe ja eben erzählt, dass ich
Eigentlich, also ich habe nur Erfahrungen in Organisationen bisher, in denen Selbstorganisation in einem Teil der Organisation, meistens im IT-Bereich, also in Projekten oder so gelebt wird. Und außen an den Rändern und an anderen Bereichen der Organisation gibt es Hierarchie und es gibt natürlich auch ein Top-Management, einen Vorstand und so weiter. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass wenn es dann nicht funktioniert, ne, vielleicht je nach Gusto wartet man auch noch ein bisschen, irgendwann schlägt die Bombe zu, ne, von oben. So, das funktioniert nicht. Und da habe ich auch keine Antwort darauf. Das ist für mich echt ein Dilemma. Ne? Also da erlebe ich, ich habe mich neulich auf einer Tagung, habe ich diesen Typ der Einhorn, ne, diese veganen Kondome in Berlin, kennt ihr das Einhorn? Ja, ist ja ein ganz bekanntes, selbstorganisiertes Unternehmen und der hat einen Vortrag gehalten. Und das hab ich kurz mit dem gesprochen und der hat ja auch deswegen gesagt, also ich will das radikal haben, ne? Bei mir gibt es einfach, die machen ja jeden Monat so etwa einmal machen oder jede Woche machen die so ein Clear-the-Air-Meeting, ne? Also gewaltfreie Kommunikation. Und da meint er, da bleibt kein Auge trocken und da wird alles diskutiert. Und das, wenn das nicht fliegt, dann okay, dann ich habe schon einige Startups ruiniert, hat der gemeint. Dann geht's halt nicht, ne? So, und das finde ich, also das ist ja wie, wenn man es positiv sieht, Uli, sagt man, das ist eine Fallback-Lösung, ne? Bevor dieses selbstorganisierte Team die Organisation irgendwie auffrisst und verbraucht, und sie pleite geht, ist es ja dann gut, wenn da jemand wieder die Zügel in die Hand nimmt. Aber das ist gleichzeitig eben auch sehr schwer. Wie lernt man dann? Ne? Und ich habe da jetzt auch nicht eine Antwort drauf. Ja, wenn es dann darum geht, ne, um die Wurst, dann wird doch autokratisch wieder reinregiert. Markus? Du hast jetzt bei dem zweiten Beispiel beschrieben, die haben in die Selbstorganisation gewechselt. Und dann kamst du als Helferin für das Thema Verantwortungsdialoge dazu. Mhm. Meine Intuition wäre jetzt, dass eigentlich für eine Organisation gut wäre, vorher schon die Kompetenz aufzubauen und dann ruhig den Organisationsswitch zu machen. Weil ich glaube, ne, in dem Moment, wo ich die Menschen, die im Organisationswechsel aussetze, ist es ganz schön viel und gleichzeitig noch ein Kompetenzaufbau ist dann vielleicht zu viel. Absolut. Was denkst du dazu? Natürlich, du hast total recht. Also vielleicht liegt das auch am Älterwerden, ich bin da nicht mehr so geduldig dann manchmal. Ne? Ich habe auch erstmal gesagt, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich meine, ja, die kennen mich so lange, dass sie das dann auch oft von mir nehmen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber die waren auch selber ein bisschen erschüttert, als sie das dann so gesehen haben. Ja, wir haben uns eigentlich keine Gedanken darüber gemacht. Wir wissen selbst nicht, wie wir unsere Rollen jetzt noch verstehen. Und es funktioniert nicht. Und da muss man auch wirklich sagen, da ist mit Humor, ne? Also manche sind dann voller Trauer über sich selbst und andere werden wütend, ne? Und hauen es einem um die Ohren, so nach dem Motto, wie unverschämt sind sie denn? Aber du hast vollkommen recht. Das muss aus meiner Sicht gut, behutsam eingeführt und begleitet werden. Ja. Und viele machen das ja auch. Danke, jetzt haben wir noch und dann hier vorne. Ja, ich hätte einen Kommentar dazu. Ich glaube nämlich, dass das passiert, weil man sozusagen ideologisch unterstellt, Selbstorganisation kann jeder. Ja, also das ist so das dem Menschen zugewandte, ja, das wird schon klappen. Und sozusagen die Theorie würde dann eher erklären, wahrscheinlich nicht, wenn man vorher aus einer anderen Art von einer Organisation rauskommt. Ja, also ich habe das auch schon erlebt und ich denke, kann man machen, muss man halt mit den Konsequenzen umgehen. Ja, du hast total recht und ich habe meine Folie wiedergefunden, die ich euch noch zeigen wollte. Und die zeige ich euch jetzt, die passt nämlich dazu. Gregory Bateson, ich liebe Gregory Bateson, ne? Auch einer unserer Erzväter. Und lest es mal, ne? The Major Problems in the World are the result of the difference between how nature works and the way people thinks. Und das ist halt etwas, worauf wir immer wieder stoßen, dass wir glauben, das funktioniert eben so und dann funktioniert es halt nicht. Ja. So, das heißt, wir müssen immer mit dieser Unsicherheit leben. Ne? Ja. War hier vorne noch eine Laura? Also ich bin plus eins und nicht vertraut mit so der Gedankenwelt des DSB. Deswegen wage ich jetzt einfach eine Frage, die nochmal vielleicht so an ganz was Grundsätzlichem ansetzt. Mir wird es helfen, wenn du nochmal ein bisschen was dazu sagen würdest, warum Verantwortung heißt, das war dein erstes Chart, heißt Antwort geben. Mhm. Also ich konnte gut irgendwie mitgehen mit den unterschiedlichen mit der unterschiedlichen Differenzierung, aber ich stolper so über diesen
Antwort geben. Mhm. Ja, ich gehe noch mal kurz auf die Folie. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht noch mal. Ich würde ja so, ich liebe das. Ne? Ja. Das ist Bernd, ne? Bernd Schmidt, der liebt etymologische Arbeiten, etymologische, logische Schlüsse. Ja? Und er meinte immer, in Verantwortung steckt dieses Antworten drin. Und mit Antworten geben meint er, dass jemand, ich sag jetzt mal eine Führungskraft zum Beispiel, die leitet den IT-Bereich irgendwo oder den HR-Bereich. Und die, an die werden die Mitarbeiter Fragen stellen. Eine Frage wird sein, was muss ich denn machen, um hier irgendwie eine Gute zu sein und deine Erwartungen zu erfüllen? Was will die Organisation von mir? Auf diese Frage kann nur diese Führungskraft Antwort geben. Ne? Das ist ihre Verantwortung, hier drauf, da ist sie im Müssen, ne? Hier drauf eine Antwort zu geben, indem sie sagt, wir legen gemeinsam Ziele und Qualitätskriterien fest. Ne? Aber das will ich hier von dir zum Beispiel eingebracht wissen. Das ist eine Frage auf die Leistungserbringung, ne? Eine Antwort auf die Frage der Leistungserbringung. So eine andere wichtige Frage, die entstehen kann, wäre, kann ich hier eigentlich auch mitgestalten, wenn es um die Strategie in unserem Unternehmen geht, ne? Darauf können meistens auch nur zum Beispiel Management oder Führungskräfte verantwortlich antworten, weil sie dann die Macht und Ausgestaltung haben zu sagen, ja, wir beteiligen dich oder nein, das ist ein Prozess, den wir nur bei uns hier so unter uns im Board machen. Ne? Verstehst du jetzt, was ich meine? Und weißt du, ich habe hier bewusst Bernds Formulierung genommen, wenn ich das selbst einführe und erkläre, mache ich es immer einfacher. Da rede ich einfach nur davon, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, dass man das können muss, dass man es dürfen muss. Aber ja, Systemiker machen es manchmal gerne ein bisschen sprachlich kompliziert. Ne? Ich hab mal auf dem Flur gehört, wie bei einer Organisation, bei der ich wirklich schon lange und gerne arbeite, und ich glaube, die schätzen mich. Da habe ich irgendwie so einen kleinen Vortrag gehalten und habe ich auf dem Flur gehört, wie eine zu anderen gesagt hat, ich habe da so vieles nicht verstanden. Und da hat die andere gemeint, ja, so redet die. Redet die immer. Ja, da kann man sich dann überlegen, ob man es verändert oder nicht. Ne? Ja, ich habe einen Punkt auf meinen Vorredner zurückzukommen. Und zwar höre ich auch oft im Unternehmen, wir haben nicht die richtigen Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen können. Stichwort haben wir, dass mancher überhaupt nicht die Verantwortung übernehmen kann, in einem selbstorganisierten Team zu arbeiten. Ich frage mich immer, das sind die gleichen Menschen, die jeden Monat mit ihrem Budget auskommen, die Häuser kaufen, Kinder in die Welt setzen und privat Dinge machen, das ist ja Wahnsinn. Deshalb weigere ich mich so ein bisschen zu akzeptieren, dass in einem Unternehmen Menschen in dieser Organisationsform nicht agieren können. Von daher die Frage, wie siehst du das? Hast du mal wirklich Beispiele gesehen, wo Menschen das nicht übernehmen konnten? Mhm. Ich rede nicht vom Wollen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen im Unternehmen nicht denken, Dinge selber tun. Das ist eine andere Geschichte. Aber vom Können her, da weigere ich mich einfach zu akzeptieren, dass es solche Menschen gibt. Also erstmal, ich glaube, viele können es, wenn sie dahin geführt werden. Das haben wir eben auch, ne, von euch gehört, dass es braucht einen Prozess der Entwicklung, ne, der Kompetenz. Und ich glaube aber schon, dass in einer komplexen Organisation an einer bestimmten Stelle, jetzt kommt es auch nochmal darauf an, wo Verantwortung zu übernehmen, ein anderer Prozess ist, als das eigene Haus zu bauen und zu finanzieren. Und jetzt sagen vielleicht manche von euch, ich habe das noch nie gemacht, ich habe nur gekauft. Jetzt sagen vielleicht manche von euch, da hast du keine Ahnung, das ist auch sehr komplex. Aber ich glaube schon, es gibt Grenzen von dem, was jeder von uns kann. Und das ist vielleicht immer wieder was Unterschiedliches. Ne? Und worauf, aber was mich mehr interessiert, ne, ist, noch ein Satz dazu, ist eher, also wenn Menschen die Gewohnheit haben, es nicht zu tun, ne, dann muss man sie auf jeden Fall irgendwie, dann muss man sie unterstützen, dahin zu kommen, dass sie es können. Ne? Aber das, für mich hat das so ein bisschen was mit Menschenbild zu tun. Ne? Da könnte man lange drüber diskutieren. Das ist eine philosophische Diskussion, auch eine ethische für mich. Ne? Ich glaube, das mit der Selbst... Ja, würde gerne direkt an der letzten Frage noch anschließen. Sagen, gibt es eigentlich in einer Organisation irgendeinen Menschen, der keine Verantwortung hat?
ein altes Prinzip der Organisationsgestaltung lautet ja, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung sollen deckungsgleich sein. Das heißt, jeder, der eine Aufgabe hat in einer Organisation, hat deshalb auch die Verantwortung zu übernehmen für seine Aufgabe, sofern er auch die Kompetenzen dafür hat. Und sonst kann das natürlich nicht, nur von jemandem kann man etwas verlangen, was er nicht kann. Aber erstmal mit der Aufgabe, die ich jemandem zuweise, hat dieser Mensch auch die Verantwortung für die Erledigung dieser Aufgabe. Deshalb gibt es eigentlich Menschen in Organisationen ohne Verantwortung. Ich würde dir gerne Gegenfrage stellen, auch wenn es gemein ist, Rudolf. Ich würde dich gerne fragen, also im Grunde teile ich das, ich würde dich gerne fragen, lebt jeder Mensch in einer Organisation seine Verantwortung? Also übernimmt er sie auch? So, und dann sind wir bei dem Dialogprozess, ne? Also ich habe ja gesagt, Verantwortung, dazu gehören immer mindestens zwei, ne? Also wahrscheinlich mehr. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt daran, ne? Also ich glaube auch, dass, wie du sagst, jeder hat Verantwortung, aber wie können wir dafür sorgen, dass sie auch gelebt und genommen wird, ne? Und ich will jetzt da gar nicht tief reingehen, aber was wir ja gegenüber dem, also wir stellen ja als Kontrapunkt zum Verantwortung leben, stellen wir unser Symbiosekonzept. Das heißt, darunter verstehen wir, dass man in einer gegenseitigen Abhängigkeit bleibt, ne? Also man wäscht so, man erspart sich mal so die unangenehmen Themen, ne? So, das, und das wiederum tun viele auch aus ganz unterschiedlichen Gründen, ne? So, aber wir formulieren das lange, ja auch langes Gespräch. Gerne als Inverantwortungnahme, also Verantwortung ist das eine und dann Inverantwortungnahme. Ja, das ist ein schöner Begriff dafür. Ja. Ja. Jetzt hatten wir noch Joachim und Uli und dann würde ich sagen, gehen wir in den Abend. Du siehst, es ist viel Gesprächs. Das ist schön, das freut Wunsch mich sehr. Noch. Dialogwunsch. Joachim. Du hattest dich auch noch gemeldet. Ach, du bist Uli, oder? Nee, du bist Uli, du bist... Joachim. Ich bin Achim. Ja. Wenn okay. Hoffe ich. Ich kann nochmal nachgucken. Ist der Vorteil, wenn man ein Namensschild hat. Ne? Ja. Ich wollte einfach auf die Diskussion noch sagen, mit dem Verantwortung übernehmen können. Ich glaube, dass da noch ein Aspekt hinzukommt, dass der Begriff vielleicht manchmal missverständlich ist. Es ist nämlich gar keine Selbststeuerung, sondern es ist ja eine Teamsteuerung. Wir, das Team, steuern uns. Und das ist, glaube ich, etwas, also ich bin da sehr viel im IT-Bereich unterwegs, das ist etwas, was schon eine gewisse Kompetenz voraussetzt. Du hast es eben auch mal angesprochen, sich reflektieren können, Feedback geben können, also überhaupt miteinander entsprechend auch im Konflikt in Austausch gehen. Ich für mich finde das ganz schön, da mal über Ich-Entwicklungsmodelle nachzudenken. Da gibt es ja so Entwicklungsstufen, die da aufgemacht werden. Und ich glaube, gerade in der IT sieht man das häufig, dass da Teams überfordert werden, weil da einfach Menschen dabei sind, die gar nicht auf so einer Reifestufe sind. Die kann man sicherlich dahin entwickeln, aber die dann aufeinander losgelassen werden und dann teilweise eben ja, sehr unangenehme Situationen erleben dabei. Und die agilen Coaches, die hat man doch auch dabei, oder? Die können das doch unterstützen. Ich sage die agilen Coaches. Das ist ein anderes Problem. gleiches Problem im Prinzip. Wer wird denn, agile Coach ist ja nochmal eine Stufe mehr an Anspruch, aber normalerweise im Tagesgeschäft sind ja die Scrum Master dabei. Wenn man jetzt ich wollte auch nur ein bisschen wieder den Stachel. Das Problem ist, dass die oft das gleiche Problem haben. Die sind dann ehemalige Chefentwickler, Teamleiter, Projektmanager und die sollen jetzt da teilweise interpersonelle Probleme bearbeiten, für die sie gar nicht das richtige Werkzeug haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm? Viel Arbeit für uns. Gut. Uli. Ja, nochmal auf deinen Input mit ich als Führungskraft traue denen nicht zu, in die Verantwortung zu übernehmen oder in die Verantwortung zu gehen in einer Selbstorganisation. Und ich glaube, Thema ist, dass das auch ein Tabu ist, in die Konfliktfähigkeit zu gehen und einfach zutrauen und loslassen und Vertrauensvorschuss, was wieder eine Haltungsfrage ist. Also ohne es probiert zu haben, macht es keinen Sinn, darüber zu reden und nicht aus der Opferhaltung rauszukommen. Wenn einer das weiß, dann du. Gut. Ermina, ja. Vielen Dank.
Sehr gerne. Wir nehmen die. War schön.